Wir stellen heute Sissi und zwar wollen wir sie halt scheren und jetzt muss ich sie erstmal putzen und das wollte ich euch jetzt alles mitfilmen. So, und jetzt wollte ich noch einmal sagen, warum wir überhaupt Sissi scheren. Und zwar hat sie auch schon sehr viel Fell gekriegt und beim Reiten ist das halt dann auch nicht so cool, weil sie halt dann auch schnell, sehr schnell schwitzen tut. Und wir können ja auch, also wir legen ja unsere dicken Klamotten ab, weil wir können das ja machen. Wenn wir Jacken anhaben, können wir das ja ausziehen. Aber die Pferde können jetzt nicht ihr Winterfell einfach ausziehen. Deswegen schert man die Pferde und das ist dann auch besser, als wenn die Pferde nass geschwitzt in der Boxe stehen. Und wir scheren auch ein Muster drauf. Aber was wir ein Muster drauf scheren, das seht ihr dann am Ende. Und jetzt geht's los. Erstmal muss man putzen, damit man besser scheren kann. Weil wenn das Pferd jetzt zum Beispiel nass ist oder auch dreckig ist, dann kann man nicht so gut das Fell abscheren und deswegen muss man erstmal putzen. Wir wollen hinten anstatt so ein Dreieck hoch ein Herz drauf scheren, damit, also ich finde so Herzen viel schöner als so ein Dreieck und das scheren wir hinten drauf. Jetzt zeichnen wir das Herz mit einem Lippenstift an, damit wir wissen, wo wir scheren müssen. Wenn das nicht funktioniert mit dem Lippenstift, dann haben wir auch noch ein Spray dabei. Aber es geht ganz gut. Nein. Hast du auf die Farbe gezeichnet? Oh, wie sieht's? Gut? Nein. Gut? Mega. Wir wollen auch hier ein Herzchen machen. Und zwar ungefähr so. Wir müssen auch gucken, wie weit runter, dass das auch mit der Schabracke gut passt. Um dem Pony oder Pferd nochmal die Schermaschine zu zeigen, lasse ich Sissi kurz schnüffeln. Sie macht es gerade selber, das wollte ich eigentlich nicht, aber sie macht es kurz selber. Und dann muss man einmal nicht, dass die Schermaschine an ist, sondern einfach kurz übers Fell gehen, damit das Pferd weiß, dass da gleich das Fell abgeschoren wird. Okay.
Jetzt haben wir hier noch die Staffelage aufgezeichnet. Meine Mama kann das sehr gut, gerade Linien zu zeichnen. Das finde ich voll cool. Und ich mache jetzt weiter an die Schermaschine. Wenn jetzt noch beide Seiten gleich sind, dann... Eigentlich so symmetrisch. Nein, ich habe das jetzt mit großem Auge gemacht, aber das passt schon. So, jetzt mache ich die Schermaschine erstmal an. Geht die hier? Ja. Und dann müssen wir das zuerst mal noch ein bisschen ölen. Dann kann man mal auf. Jetzt muss man sie erstmal ein bisschen ölen. Ja. Gut, nochmal anmachen. Was ist jetzt? Moment! Hier. Und jetzt fangen wir an zu scheren und das übernimmt meine Mama. Achtung, das Herz. Ja. So, das passt sich hier hin. Prima. Schöne Farbe. Wir haben jetzt keine Apfelsäcke
genommen, dass die Abdeckung voller Haare gehen, sondern wir haben eine andere Decke, ja, Decke halt nur draufgelegt und die ist auch sehr, sehr flauschig. Warm und flauschig. Gell, kleiner Hengst? Und man muss die Schermaschine natürlich immer auch wieder ölen, damit die Schermaschine nicht zu heiß ist, oder? Mhm. Nee, damit sie leichter läuft. Ja, damit sie leichter läuft. So, anmachen. Und weil es gut für den Motor ist. Und weil es gut für den Motor ist. Ja, und weil es gut für den Motor ist, muss man Öl reinmachen. Und jetzt schere ich hier noch einmal. Das haben wir jetzt fertig geschert und sie ist grau geworden. Das finde ich voll cool. Und jetzt zeige ich euch erstmal ganz, wie sie geschoren ist. Und zwar haben wir ja hier ein Herz drauf gemacht. Dann hier halt die Sattellage ist geblieben, damit das auch nicht scheuert. Dann haben wir hier so ein bisschen schräg runtergeschert bei den Beinen und auch hier hinten. Die Beine haben wir nicht geschoren. Ja, die Beine haben wir nicht geschoren, weil was wir das machst nicht wollen. Mach doch mal die Decke runter. Ja. Runter. Und dann haben wir hier, wie gesagt, anstatt ein Dreieck ein Herz drauf gemacht. Das finde ich auch voll schön. Ja, dann hier haben wir auch nochmal schräg runtergeschert. Also da sieht man noch ein bisschen Pink von dem Stift. Und dann haben wir hier halt, wie gesagt, nochmal die Sattellage geschoren. Da sieht man überall noch ein bisschen Pink, aber das geht nach jedem Putzen wieder weg. Dann halt hier wieder abgeschoren und ja auch hier hinten und hier halt das Pferd wieder. Und das finde ich voll schön. Und jetzt ist sie geschoren und jetzt ist sie grau. Und sie hat samtweiches Fell. Ja, und sie hat voll weiches Fell. Ja, jetzt kommt erstmal ihre Decke drauf. Thank you.
fertig geschoren und auch fertig eingedeckt. Und falls jetzt erstmal Fragen kommen, die Decke ist von Amigo Horseware und ist blau. Und ja, Sissi ist jetzt wie gesagt fertig und sie sieht einfach sehr schön aus. Und das war's jetzt auch mit dem Share-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein kostenloses Abo. Und dass ihr eine Glocke aktiviert, das wäre sehr praktisch, weil dann ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt kriegt Sissi erstmal Möhren, weil sie das so gut gemacht hat. Und bis zum nächsten Video. Bye!